haben. Er meinte, er kam aus einer Familie, die ja in seinen Augen, nachdem er dieses andere Leben kennengelernt hatte, verachtenswert erschien. Das sind seine Worte. Er wollte in diese Familie nicht mehr zurück. Aus Angst, seine neuen Freunde zu verlieren, beginnt Gefgen, Geschichten zu erfinden, sich eine Art sozialer Maske zuzulegen. Er gibt sich vor seinen Freunden als wohlhabend aus, erzählt von üppigen Vorschusszahlungen einer großen Anwaltskanzlei, in der er bald Karriere machen würde. Tatsächlich verbrät er den Rentenfonds, den der Vater für ihn angespart hatte. Er schmeißt Lokalrunden. Frauen aus einer ganz anderen Liga hätten sich plötzlich für ihn interessiert. Anerkennung auf Pump. Magnus Gefgen, der Hochstapler. Die Wohnung, die später von den Ermittlern auf den Kopf gestellt wird, sah nie nach Jetset aus. Warum ist das keinem aus seiner Ibiza-Clique aufgefallen? Dann fragt man, was ist denn das für einer, der, mit dem Sie befreundet sind seit Jahr und Tag? Und dann erwartet man doch mal eine Beschreibung eines Menschen. Nicht wie er aussieht, sondern die innerliche Beschreibung. Was für ein Mensch sitzt mir denn gegenüber als Freund? Wie soll ich denn mit ihm umgehen? Und diese Fragen sind durch die Freunde, die Zeugen, die wir gehört haben, absolut wieder unbeantwortet geblieben. Die können einem überhaupt nicht sagen, da kommen einem die Tränen, wenn man solche Antworten hört. Ja, ich weiß nicht, ich weiß eigentlich gar nicht. Ja, wenn Sie mich jetzt so fragen. Aber es gibt durchaus Menschen, die schon früh gemerkt haben, dass mit diesem Magnus etwas nicht stimmt. Als 17-Jähriger lernte er in der Gemeindearbeit den damals 11-jährigen Fabian Raven kennen. Den Jungen, den er 10 Jahre später fälschlich der Entführung beschuldigt. Gefgen begann eine intensive Freundschaft mit dem Kind. Er erfüllte dem 11-Jährigen jeden Wunsch, schenkte ihm Turnschuhe, McDonalds und Kinogutscheine und erzählte wilde Geschichten, wie und wo er die Geschenke besorgt habe. Er vereinnahmte den kleinen Fabian total, plante jeden Tag minutiös vor. Er hat wirklich gedacht, ich gehöre ihm irgendwann, und das hat er auch so formuliert durchaus. Also er hat immer es so aufgebaut, dass es so ein Geben und Nehmen ist, und da er extrem gegeben hat, so viel konnte ich gar nicht zurückgeben, wie er mir quasi gegeben hat, an Zeit und Geld und so weiter. Das ist ja auch ein ganz anderes Verhältnis, was man dann hat. Ich als kleiner Junge und er dann als größerer. Und dann fing es eben an, dass er dann auch Forderungen gestellt hat. Also so die Freundschaft war für ihn wie eine Art Beziehung irgendwie. Und da waren ganz klar Forderungen, die ich einfach nicht erfüllen konnte. Und das hat er nicht verstanden. Zunehmend besorgt beobachtet Fabians Mutter die ungleiche Freundschaft. Gefgen hängt wochenlang bei der intellektuellen, weltoffenen Familie herum, die so ganz anders lebt, als er das von zu Hause kennt. Fabians Mutter lernt ihn als unglaublich bedürftigen Menschen kennen, als einen, der leise, laut um Hilfe schreit. Sie unterhält sich viel mit ihm, erfährt aber wenig. Gefgen redet stundenlang, ohne etwas über sich zu erzählen. Dabei wird er immer distanzloser. Er war schon extrem verlogen, ob er es wusste oder nicht, extrem verlogen. Er hat bei uns gelogen, er hat geklaut, er hat ungefragt, wenn er geklingelt hat und wir nicht aufgemacht haben gegen Ende, dann hat er sich am Fenster hochgezogen und reingeguckt. Also er hat keine Grenze angenommen. Magnus versucht, sich zu erschwindeln und zu erzwingen, was ihm das Leben nicht freiwillig gibt. Er genießt es, seine kleinen Schützlinge, die ihn für seine fantasievollen Spiele bewundern, in den Schwitzkasten zu nehmen, im Spaß, bis sie schreien. Wenigstens für die Kleinen ist er der Größte. Damals wohnt er noch zu Hause. Er lädt Fabian immer wieder ein, bei ihm zu übernachten. Fabian berichtet, Mutter Gefgen hätte Stullen serviert, dann hätte Magnus die Tür abgeschlossen. Eines Nachts habe Magnus angefangen, sich neben Fabian zu befriedigen, ihn dabei zu berühren. Fabian empfindet das Ganze als sexuellen Missbrauch und stirbt fast vor Angst. Gefgen bestreitet die Geschichte bis heute. Also das ist eine schlimme Eigenschaft einfach, wenn man niemanden kennt außer sich selbst und auf
Teufel komm raus alles erzwingen will, und zwar ohne Rücksicht auf niemanden. Also er sieht nur sich selbst und seine wirklich hochgradig kranken Gedanken auch, und wenn er sich da was vornimmt, dann zieht er das auch durch, bis jemand ihn irgendwie stoppt. Fabians Mutter verbietet Magnus schließlich den Umgang mit ihren Söhnen. Vielleicht zieht er deshalb später die Familie mit in die Entführung hinein. Späte Rache. Denn nicht nur Briefe von damals zeigen, akzeptiert hat er die Zurückweisung nie. Und irgendwann, als er auch dann gemerkt hat, dass meine Mutter da einen Riegel vorschieben will und ich auch einfach nur noch alles abgeblockt habe, hat er dann angerufen bei uns zu Hause und auch erst probiert, an mein Gewissen irgendwie zu appellieren, dass ich mich wieder kümmern soll, auch um ihn, und da irgendwie mich wieder treffen soll. Und als das nicht passiert ist, meint er dann, er könne mich auch umbringen. Gail Raven glaubt ihrem Kind und schaltet den Anwalt ein. Sie redet mit Gefkens Mutter, informiert die Schule, die Gemeinde, das Jugendamt. Gefkens Mutter ist total überfordert. Das Jugendamt bietet Magnus eine Therapie an, die er aber ablehnt. Gemeinde und Schule sprechen von fehlenden Beweisen. Der nette Magnus betreut also weiterhin Kinder und gibt kleinen Jungen Nachhilfe. Das wollte doch keiner wissen. Also der Gesellschaft muss man einen Riesenvorwurf machen. Man kann sich nicht dahinter verstecken, ach, das haben wir alle nicht geahnt. Das hätte ja keiner gedacht, so ein gut erzogener Mensch. Ja, bringen nur schlecht erzogene Menschen Leute um. Darauf, es geht nicht um die gute oder schlechte Erziehung. Es geht um die Psyche. Und dass die nicht in Ordnung war, das war sowas von offenkundig. All das hätte Gail Raven gerne dem Frankfurter Gericht erzählt. Sie hat sich mehrfach als Zeugin angeboten, wurde aber nie gehört. Ausführlich beleuchtet der Prozess Gefkens Verhältnis zu seiner Freundin Katha. Im Grunde findet man hier, 7 Jahre später, noch immer die gleichen Verhaltensmuster. Er ist jetzt 26, Katha gerade 15. Sie ist Gefkens erste feste Beziehung. Wenn er die Zeit nicht mit seinen reichen Freunden verbringt, zieht der Jurastudent mit dem Mädchen durch Edelboutiquen und kauft dem Teenager Markenklamotten. Auch vor ihr prahlt er mit seinem angeblichen Reichtum. Dem Mädchen Wünsche abschlagen, eigene Bedürfnisse artikulieren? Unmöglich. Er kann nicht streiten, nicht mal mit einer 15-Jährigen. Er lädt Katha nach Florida ein. Dort kaufen sie die Outlets leer, bis Gefkens Erspartes zu Ende ist. Zurück in Frankfurt droht der gesellschaftliche Offenbarungseid. Der Plan entsteht, Jakob zu entführen. An diesem Freitagmorgen, dem 27. September 2002, wartet er nicht das erste Mal auf das Kind. Er sei hin und her gerissen gewesen zwischen ich kann das nicht, ich will das nicht und heute muss es geschehen, Jakob fährt in den Urlaub. Dann habe es Klick gemacht und er habe nur noch nach Plan gehandelt. Gefken erzählt Jakob, seine Schwester Elena habe eine Jacke bei ihm vergessen. Der Junge geht ohne jeden Argwohn mit, um die Jacke der Schwester an sich zu nehmen. Warum entführt er ein Kind? Warum überfällt er keine Bank, um an Geld zu kommen? Das, genau das habe ich doch auch gefragt und ich habe ja die Antwort darauf bekommen. Ja, das kann ich nicht. Ich bin doch gegen Gewalt, ich kann doch keine Gewalt ausüben. Ich kann doch keinen bedrohen. Originalton, das muss man sich alles mal vorstellen. Das ist auch so. Der ist einfach, Magnus Gefken ist einfach nicht der Typ, mit einer Knarre in eine Bank zu gehen und zu sagen, Kohle raus. Sondern der, ja, kleine Kinder. Sie plaudern fröhlich über Eintracht Frankfurt und die bevorstehenden Ferien. Nein, er habe Jakob nicht töten wollen, behauptet Gefken noch lange vor Gericht. Dann aber sei er plötzlich seine eigene Marionette gewesen. In der Wohnung überwältigt er das Kind, fesselt es und klebt ihm Mund und Nase zu mit vorbereiteten Klebestreifen. Er habe Jakob in einer Waldhütte mit Alkohol abfüllen und ihm einen Filmriss besorgen wollen, lautet später seine absurde Ausrede vor Gericht und vor sich selbst.
Dass der Junge schreit und zappelt, das hat er nicht eingeplant. Da drückt er seine Hände auf das Kindergesicht, minutenlang, bis tödliche Ruhe herrscht.